Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und rücke auch noch mal so ein ganz kleines Stück, um auch den Blick auf Ines Geipel freizumachen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Ines Geipel zu Gast haben. Ines Geipel ist Publizistin, Autorin und Professorin für deutsche Versprache. Jetzt ist mein Mikro gerade ausgegangen. Versprache an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie ist auch Mitbegründerin des Archivs der unterdrückten Literatur in der DDR. Und sie war Leistungssportlerin in der DDR, wurde dort zwangsgedopt und war 5 Jahre lang streitbare Vorsitzende der Doping-Opferhilfe. Und für beide Arbeiten, also einerseits der Gründung des oder Mitbegründung des Archivs, als auch für die Arbeit in der Doping-Opferhilfe, erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Als Autorin schreibt sie, wie Sie vielleicht auch wissen, sehr literarische Sachbücher über unausgeleuchtete Ecken der DDR-Geschichte und verbindet diese Ausleuchtung, wie in ihrem Buch Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und ich, mit ihrer persönlichen Geschichte und Familiengeschichte, die zum Teil auch über die Zeit der DDR hinausreicht, in die NS-Zeit und auch in die Zeit nach der deutschen Einheit. In ihrem neuen Buch schließlich, was sie heute vorstellen wird, Schöner neuer Himmel aus dem Militärlabor des Ostens, widmet sie sich einerseits sehr intensiv der Erforschung und Offenlegung des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes, den es in der DDR gar nicht geben, den es in der DDR offiziell gar nicht gab, und spürt auch den Verbindungen von Körperpolitiken und der Vision eines neuen Menschen, sowohl in der DDR, aber auch bis in die Gegenwart nach. Das Buch ist aus meiner Sicht und Ihre Bücher sind auch insgesamt ein wichtiger Beitrag zur politischen und gesellschaftlichen Ausarbeitung der DDR und ihrer totalitären Züge. Herzlich willkommen nochmal auch von mir, Ines Geipel, und herzlichen Dank auch an die Stadtbibliothek Magdeburg, mit der wir als Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt diese Veranstaltung heute Abend in Kooperation gestalten. Und ich übergebe an die Moderation an Dr. Mike Kattenhorst. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind und wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Und nachher haben Sie noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch Bücher zu erwerben und auch Bücher signieren zu lassen. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend auch mal von meiner Seite in der Stadtbibliothek Magdeburg. Vielen Dank, Rebecca Plasser, Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Sachsen-Anhalt, für die freundliche Einladung und die Nennung unserer Kooperationspartner. Die Veranstaltung heute Abend ist hier möglich durch die Unterstützung und Förderung durch die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Ines Geipel nun zum dritten Mal bei uns ist in der Stadtbibliothek. Umkämpfte Zone ist ja schon genannt worden und auch Generation Mauer hat sie bereits hier öffentlich vorgestellt. Und es freut mich noch mehr, heute auch sagen zu können, dass vor einem Monat publik geworden ist, dass Ines Geipel im Februar kommenden Jahres in Leipzig die nächste Trägerin des Erich-Löst-Preises sein wird für ihre Verdienste der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wie auch der DDR-Diktatur. Dazu herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Heute schöner neuer Himmel. Frau Geipel, es gab einen speziellen Anlass für dieses Buch, den Sie auch beschreiben. Vielleicht können Sie das einmal ausführen für das Publikum. Es hat ja auch etwas mit einer öffentlichen Lesung zu tun. Es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe eine Zeit lang, so bin ich ja auch vorgestellt worden, nochmal herzlichen Dank dafür, Vorsitzende der Doping-Opferhilfe gewesen. Und es gab diverseste Aufklärungsveranstaltungen im ganzen Land. Und auf eine, und die war in Berlin, trat ein Mann an mich heran, bin ich zu verstehen, akustisch, ja, und sagte, ja, also und hatte alles Mögliche dabei, ich wunderte mich schon und es ging ganz schnell, dass er so seine Alben auspackte und mir alles Mögliche zeigen wollte, also er wollte sich legitimieren, was er gar nicht gebraucht hätte und auf alle Fälle sagte er an einem bestimmten Punkt, ja, und dann bin ich nach Dresden und in Dresden bin ich abgeholt worden in so einem kleinen Barkas und ungefähr eine Stunde gefahren
Und dann fand ich mich wieder in dem Zimmer und mein Nachbar in dem nächsten Zimmer, und das wusste ich aber dann erst sehr viel später, war Sigmund Jähn. Und ich will einfach wissen, wo war ich, was ist mit mir? Und dann zog er seine Basecap ab und ich sah das in dem Moment erst, dass er überhaupt gar keine Haare, keine Wimpern, keine Augenbrauen, kein Nichts und eben auch wirklich schlecht aussah. Und das war so ein bisschen der Impuls und natürlich nicht alleine diese Geschichte, sondern im Zusammenhang mit den anderen Sportgeschichten gab es Anrufe von Menschen, die in den 60er Jahren schon im Gefängnis gesessen hatten, in den 70er Jahren gesagt haben, ja, wir waren die Versuchskaninchen für euch später im Sport oder, also um diesen, um dieses ganze Feld, ja, gab es diverseste Erzählungen, die ich nicht so richtig zuordnen konnte und in diesem ganzen Kontext dann gedacht habe, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt gehe ich nochmal. Und das war mir klar, dass ich starten will im Militärarchiv in Freiburg, also mir anzuschauen, was sind die DDR-Akten da. Und mich haben vor allen Dingen die Unterlagen aus der Militärmedizinischen Akademie in Bazzaro interessiert, vor allen Dingen, was da eben an Forschung gemacht wurde. Und so habe ich brav 4-5 Jahre im Archiv gesessen und dann stellte ich natürlich auch heraus, dass Freiburg nicht reicht, ich muss noch in andere Archive, also Stasi-Unterlagenarchiv und das zentrale Archiv, aber für das, was mich eigentlich interessiert hat, nämlich diese Biopolitik, ja, in der DDR, beziehungsweise, das werden wir erläutern, diesen sogenannten Interkosmos-Programm der Sowjets, wo alle damalig sozialistischen Länder integriert waren mit je einzelnen Aufträgen. Also jedes Land hatte so ein bisschen Spezifik, die Ungarn, die Polen, die Rumänen, die Kubaner, so, aber eben auch die DDR. Und das wollte ich, also ich brauchte ja für die Frage, was eigentlich mit diesem Jakob war, also der in dem Buch jedenfalls Jakob heißt, für mich auch ein bisschen so eine Auslegeordnung. Ich bin ja keine also Laborfrau oder Medizinerin oder Militärhistorikerin gewesen oder nicht nur nicht gewesen, ich werde das nie sein, aber ich kam ja im Grunde mit so einem mit so einer Witterung oder so mit einem Gefühl, ich habe eine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Und eigentlich am interessantesten in dem ganzen Feld war dann eben schon auch, dass wir ja offenbar in die Richtung auch noch gar keine Fragen gestellt hatten. Also das ist dazu, also es ist wirklich Forschungsneuland, dieses Buch geworden. Und das ist ja nicht ein besonders umfangreiches Buch, aber es ist, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, im Anhang sind es fast 500 Quellen. Also ich habe schon tausende Seiten Archivmaterial durchforstet, ehe ich mir erlaubt habe, dann diesen Text zu schreiben. Aber nochmal, um das festzuhalten, der Ausgangspunkt war also das persönliche Schicksal, das Opfersein eines Mannes, der auf Sie zugekommen ist und vor allen Dingen der Hinweis auf Sigmund Jähn. Mhm. Sigmund Jähn ist ja nicht irgendjemand und ich will vielleicht nochmal beginnen bei dem Titel Ihres Buches, großgeschrieben Schöner neuer Himmel. Da hat man gleich den Verweis auf Aldous Huxley, Brave New World, vielleicht auch auf Shakespeare sogar, auf den Sturm. Aber es wird ja klar, was Sie erzählen, ist eine dunkle Utopie, ne? Eine schwarze Zukunftsgeschichte, so würde ich das so ableiten. Und dann eben gleich den Hinweis auf Sigmund Jähn und um vielleicht die Stellung, die Sigmund Jähn auch heute noch hat für diejenigen, die die DDR auch vielleicht emotional noch nicht aufgegeben haben, möchte ich vielleicht ein Zitat bringen vom Eulenspiegel Verlag, der auch in diesem Haus hier
mit uns eine Lesung hatte von Tewe Schur, der wiederum hier in Magdeburg ja eine große Rolle spielt als Ikone. Und dort hatten wir also folgende Verlagsankündigung. Die DDR hatte drei ganz besondere Ikonen, den Aktivisten Adolf Hennecke, den Kosmonauten Sigmund Jähn und den Radweltmeister Gustav Adolf Schur, genannt Tewe. Die drei stehen für ostdeutsche Grundtugenden, für Fleiß und Bescheidenheit, für Bodenhaftung, ein ganz interessanter Begriff für das, was Sie auch beschreiben, für Bodenhaftung und Ausdauer, für Anstand und Aufrichtigkeit. Davon vielleicht abgeleitet die Frage, welche Rolle kam dem Kosmos und der Raumfahrt, würde man ja heute sagen, im Selbstverständnis der DDR zu? Welche Identität hat man damit ausgebildet? Naja, diese Ikonen- oder Heldengeschichten, ne, die Sie jetzt hier mit dem Zitat reinbringen, ich habe mich auch selber ein bisschen natürlich an die Kindheit oder die Jugend erinnert, an unsere Verkosmosierung oder wie auch immer. Also was wir in den Schulen sozusagen so alles denken sollten und entwerfen sollten. Also diese ganze Geschichte mit der Utopie. Und ich glaube, dass das ja auch was Universales ist, ja. Also der Himmel im Grunde so als Traummaschine. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt setze ich mich hin und mein Text wird wirklich ein Text gegen diesen Kosmos-Kitsch sein, den wir auch so im Kopf haben. Ja? Also, und wir erfahren ja auch nicht viel. Also wenn, dann wird da von oben heftig gewunken oder es gibt nette Bilder. Und was das real bedeutet, da oben zu sein, wie hochkarätig gefährlich das ist und was es mit dem Körper macht, das habe ich wirklich erst über diese vielen, vielen geheimen, heute sind sie ja nicht mehr geheim, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt waren es eben geheime Dissertationen, die über diesen Aufenthalt am Himmel erzählen. Und im Grunde kann man das ein bisschen auf den Punkt oder ziemlich knapp machen. Was war die Idee? 61 Gagarin haben wir alle drauf, also erstmal der Sputnik-Schock, ja, dann Gagarin. Und mit Gagarin und dieser Mannschaft, das waren 20 Männer, die man aus einer sehr großen Crew dann reduziert hat und ausgebildet hat als die sowjetischen Helden, ja, für den Himmel. Ja, war ab einem bestimmten Zeitpunkt, also bemannte Flüge nahmen zu in den 60er Jahren und die Forschung stellte fest, okay, das ist ja schon mal ein Fakt. Man kann überhaupt überleben da oben. Ja? Also das ist natürlich mit Gagarin sozusagen gegeben gewesen. Und mit der Tatsache der zunehmenden Zahl der bemannten Flüge stellten die Forscher aber eben auch fest, gleichermaßen, was bedeutet es, ja, der Körper unter der Schwerelosigkeit. Das bedeutet, und das spielt eine große Rolle in diesen Dissertationen, die Muskeln gehen relativ schnell weg, das Blut geht weg, die Knochen gehen weg, das Hirn wird kleiner, die Augen kriegen Probleme, das Immunsystem implodiert. Also der Körper kriegt sehr schnell ein ziemlich massives Problem. Und von das ist eigentlich der starke Movens für die Forschung gewesen, zu sagen, okay, wenn das so ist und das Konzept, also der Konzeptkörper für die Sowjets, also da habe ich Unterlagen gefunden, war ein nicht mehr organbezogenen Körper, können wir uns jetzt alle überlegen, was das sein soll, ja, ein nicht mehr organbezogenen Körper zu entwickeln, der den Kommunismus am Himmel, ja, nicht nur ausruft, sondern dieser Körper sollte sich auch forever, für immer am Himmel aufhalten können. Er sollte ja, ja, den Sieg, der Sieg sollte ja nicht nur auf der Erde stattfinden, sondern er sollte sich auf den Himmel übertragen. Und man wollte damit natürlich auch, man wollte um jeden Preis die Ersten, die Sowjets wollten die Ersten sein. Und dieses Programm im Grunde, ja, also diesen Körper, diesen neuen Menschen, der für immer, ja, sich im Weltall aufhalten kann
Und das ist ja klar, die Flüge nahmen nicht nur zu, sie wurden auch sukzessive weiter. Und je länger die Sowjets geflogen sind, umso schwieriger wurde es natürlich für den Körper. Ja? Also, weil irgendwann sind die Muskeln irreversibel weg. Also es will sagen, dieser Körper unter der Schwerelosigkeit und natürlich auch mit dieser gesamten Strahlenbelastung und all diesen Anforderungen, also im Grunde kannst du ja sagen, okay, da oben ist die Hölle, ja, und wir bauen im Grunde einen Körper für die Hölle. Also das war schon ein ziemliches Spagat und hat unwahrscheinliche Forschungsenergien freigesetzt. Also das so als grundsätzlichen, als diesen grundsätzlichen Anfang auch, ja. Und vielleicht lese ich mal einen Moment, dass Sie auch das Buch hören und ich hier nicht nur so rumschwadroniere. Also das ist tatsächlich hier ein Anfang aus einer Dissertation, also eine Habilarbeit über die besonderen Bedingungen des Raumfliegers. Um nochmal zu sagen, also nicht veröffentlichte Habilarbeit, sondern eine der Habilitationen, Doktorarbeiten, wissenschaftlichen Ausarbeitungen aus den geheimen Laboren und Instituten. Genau. Also Zitat, die besonderen Bedingungen des Raumfliegers, heißt es in der Studie, sind Schwerelosigkeit, kosmische Strahlung, künstliches Wohnmilieu, nervlich-emotionale Anspannung. Mir wäre Sehnsucht nach Wald eingefallen oder Angst vielleicht, aber letztlich hatte ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Bei Schwerelosigkeit dachte ich an Trampolin und Achterbahn, an ein fliehendes, sagenhaft leichtes Gefühl, das zwangsläufig mit viel Luft zu tun hatte. Nun las ich, dass sich unter der Schwerelosigkeit die Muskeln abbauten und das Blut in den Kopf stieg, dass es zu einer, Zitat, negativen Wasserbilanz komme und zur akuten Verschlechterung der Sehschärfe. Auch sei der Energieverbrauch unter der Schwerelosigkeit um das Fünffache erhöht. Als würden unsere Erdenkörper da oben einen systematischen Schlag wegkriegen, dachte ich. Vor allem Muskeln, Knochen, Blut, Hirn, als steuerten wir am Himmel in eine heftige Demenzphysis, dazu der Zwang, im hermetischen Raum auszuharren, sich im engsten Radius einzurichten, den eigenen Körper aufs Äußerste zu reduzieren und das über Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Außerdem gehe es in den Flugkapseln enorm laut zu. Der Maschinentrakt arbeite unablässig, die Raumanzüge seien von innen her kalt. Wegen fehlender Bettschwere wäre an Schlaf kaum zu denken. Tag und Nacht existierten im All nicht. Nicht zuletzt die starke Belastung durch ionisierende Strahlung, durch Lichtblitze, durch sensorischen Hunger. Die Klimaanlage im Archiv ackerte, ich schwitzte. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Man kann sich da oben nicht bewegen. Blut, Knochen, Muskeln, Hirn gehen rasend schnell flöten. Dazu kein Schlaf, viel Strahlung, viel Langeweile. Das Exklusivdrama der Kosmoshelden las ich bei Flugmediziner Horst Hase eher wie eine bizarre Bühnenshow. Und das setzt an. Und da geht es jetzt um die Anfänge dieses Interkosmos-Projektes. Von den Vorgängen in Moskau bekamen die Ostdeutschen auf der Straße erstmal nichts mit. Es geht um das Jahr 1967. Das Ganze war top secret. Immerhin gab es Geheimdienste. Die DDR-Tschekisten verblombten die betreffenden Sperrbereiche umgehend als operativ brisant und erklärten sie zu militärischen Sicherungskomplexen. Die Moskauer Vereinbarungen von 1967 fußten, Zitat, im Wesentlichen auf der Grundlage streng geheimer und geheimer technischer Mittel und Dokumentationen. Stasi-Chef Erich Mielke gab dazu den Befehl 267.
In ihm wurde en detail durchbuchstabiert, wie sich die Sicherung der als, und das war ein zentraler Begriff, der als Staatsgeheimnis deklarierten Forschung nach innen zu verklappen hatte. Flächendeckende Vergatterung, Spitzengeheimnisträger, geheime Sicherungs- und Forschungskonzeptionen, ein Stasi-Netzwerk in Schlüsselpositionen, Stammkartendateien, Operativpläne, ausführliche Auskunftsberichte, Kadernomenklatur, Feindaufklärung. Eine Forschung also, die je nach Relevanz mit verschiedenen Geheimniskategorien bedacht wurde. Entweder geheime Kommandosache, geheime Verschlusssache, vertrauliche Verschlusssache, vertrauliche Dienstsache oder nur für den Dienstgebrauch. Die Top-Programme der DDR-Forschung wurden als Cluster-System gesichert, bei dem außerhalb des Geheimdienstes maximal ein Dutzend, eher weniger Personen sogenannte Gesamtkenntnisse über das jeweilige Vorhaben erhielten. Die sorgsam ausgewählten Personen hatten Verpflichtungen zu unterschreiben. Ich verpflichte mich, alle mir im Rahmen des Interkosmos-Programms zur Kenntnis gelangenden Tatsachen, Gegenstände oder Informationen, insbesondere zu anderen als von meiner Einrichtung eingereichten Vorschlägen zu wissenschaftlichen Experimenten strikt geheim zu halten gegenüber jedermann. Über disziplinarische oder strafrechtliche Folgen, die sich aus der Verletzung dieser Verpflichtung für mich ergeben können, bin ich belehrt worden. Im Hinblick auf mögliche Strafen wurden die Verpflichteten gleich mit aufgeklärt. Laut Strafgesetzbuch waren sie hoch. Für Spionage nicht unter 5 Jahren Freiheitsstrafe, für landesverräterische Nachrichtenübermittlung bis zu 12 Jahren, für unbefugte Forschungsoffenbarung bis zu 5 Jahren. Forschungsabteilungen wurden entsprechend zu Sicherheitszonen umgebaut und nach außen hin abgedeckt. Den Binnenraum der Wissenschaftssuperlative betrat somit niemand, der nichts in ihm zu suchen hatte. Keine Unbefugten, keinerlei Informationen nach draußen, nichts Unkontrolliertes. Innerhalb der konspirativen Forschungszone wurde die Herausbildung eines festen Geheimhaltungswillens verlangt. Als könne man Menschen, Gebäude, Gelände mit geladenen Stromkabeln umwickeln. Geht sowas per Befehl? Wie lebt man auf Dauer damit? Und welche Menschen, welche Gebäude, welche Gelände? Also das so ein bisschen als Einsatz, dass Sie ein bisschen Gefühl bekommen, wie viel Mühe in dieses ganze Forschungsprojekt, also wie viel Mühe da eingesetzt wurde. Und weil Sie gefragt haben, ja, wie das in der DDR war, es war eben unterschiedlich. Also am Anfang wollte man das möglichst auch von den Ostdeutschen fernhalten, sollten die gar nicht so viel erfahren. Aber dann, als Sigmund Jähn am Himmel war, wurde es natürlich der große Propagandakuh. Ja? Also dann wurden die Leute auf die Straße geholt und man musste diesem einen großen Helden zujubeln. Also das können wir ja nochmal sagen, das war 1978 und ich glaube, die Allee der Kosmonauten heißt ja heute noch so in Berlin-Zahn. Ne? Aber wir haben ja jetzt auch schon einen Einblick bekommen, wie das Buch geschrieben ist und vielleicht sprechen wir dazu mal. Sie haben ja gesagt, es gibt nicht so fürchterlich viele Forschungen bisher zu dieser Form von Biopolitik, zu diesen geheimen Laboren. Und was Sie uns präsentieren, ist, was ist das für ein Genre? Also ich würde es, ist ein Sachbuch, es hat Fußnoten, es gibt einen Literaturapparat. Eigentlich nicht, denn Sie lassen uns ja immer teilhaben an Ihren Gedanken, an Ihren Fortschritten auch, beschreiben das auch in der Ich-Form. Es ist ja eigentlich, so würde ich sagen, ein recht temporeich geschriebener Bericht auch, der aber auch gleichzeitig kombiniert ist mit sehr viel Details aus den Archiven. Sie referieren die Begrifflichkeiten, es geht Ihnen häufig um die Wörter, um die Kraft dieser Wörter. Und bevor Sie dazu Stellung nehmen, Sie konterkarieren das ein bisschen, so habe ich das empfunden, oder machen das ein bisschen peppiger, durch ganz interessante Kapitelüberschriften und Zwischenüberschriften, die mir gut gefallen haben. Wir hatten ja schon gesprochen über Schöner neuer Himmel.
Also die Kapitel haben auch Titel wie zum Beispiel Revolution der Affen, da denke ich an Planet der Affen, ne, wahrscheinlich auch beabsichtigt. Zurück in die Zukunft ist klar, Spielberg, dann der Text der anderen, ne, Leben der anderen. Oder auch ein bisschen bildliches, tiefer gelegtes Star Wars Ost und Space Force. Welche Funktion haben diese, wie ich finde, doch auch außergewöhnlichen Zwischenüberschriften, die also von dem sehr sachlich trockenen Referierten dann doch stark abweichen? Sind das so Tempomacher oder so Zwischenstationen, die man erreicht in dem Buch? Na, vor allen Dingen sind es Lesbarmacher. Also Sie haben wirklich, ich hätte was mitbringen müssen, wenn Sie diese Akten lesen, meine Güte, ja. Also das ist eine so trockene Materie und das ist, es geht natürlich immer um den Frieden und alle haben sich lieb, es geht immer um die Solidarität und du musst ja im Grunde ein bisschen rausdestillieren, ja, ist schon schön, das ist alles richtig mit dem Frieden, aber was macht ihr hier eigentlich? Ja? Also es war gar nicht so einfach, darauf, also das abzuschälen und eben zum Beispiel auf diese Sache mit, was ich gesagt habe, mit dem nicht mehr organbezogenen Körper oder dieses Mensch-Maschine-System, also im Grunde ja auch am Ende des Tages eine Idee des Cyborg zu entwickeln und dann wollte ich den Text natürlich ein bisschen ins Jetzt übersetzen, ja, und auch wirklich lesbar machen und mich selber auch ein bisschen retten beim Schreiben. Ja, also den Eindruck gewinnt man. Aber nochmal zum Genre, also es ist ein Forschungsbericht, der sich absichert durch viele Fußnoten und einen Literaturapparat, sodass man also gar nicht auf die Idee oder dass man erstmal das für seriös ansieht, was dort geschrieben wird. Das meine ich gar nicht abträglich. Was ich ist hochseriös. Also das Buch ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr da und wenn es nicht seriös wäre, wäre es mir um die Ohren geflogen, also inhaltlich. Aber dann nennen wir vielleicht noch den Subtext, den Sie auch miterzählen, nämlich Sie erzählen parallel auch die Geschichte von einem, wie soll man es nennen, Einbruch in Ihre Stasi-Akten, ne, der parallel stattfindet. Über den erfahren wir auch den Fortgang bis hin zu einer Anzeige und den Nachforschungen der Polizei. Ja, also es ist natürlich so, also ich erzähle praktisch in diesem Buch eine Welt, die hochkonspirativ funktioniert hat, von der möglichst niemand was erfahren sollte und trotzdem gibt es ja Protagonisten und es gibt zum Beispiel einen Protagonisten in dem Buch, der dann sehr viel also an der Charité Forschung macht, vornehmlich Peptidforschung und den nenne ich ja auch in dem Buch und den könnte man ohne Mühe auch googeln, ja, und wenn man den googelt, staunt man, was das heute für eine Biografie ist, also es ist praktisch jemand, wo all diese Zeit völlig ausgeblendet wird und er heute ganz viel fürs Waldbaden ist. Ja, so. Also ich will damit sagen, die These des Buches ist, oder es gibt einen niedrig gelegten Text, je mehr ich versuche herauszufinden, umso mehr Widerstand gibt es auch gegen diese Art von Forschung und gegen diese Art Suche. Es ist eigentlich ein Suchbericht. Ja. Ja. Und mir lag sehr daran, vorsichtig zu sein, nur das zu schreiben, wirklich, was ich belegen kann. Und auch die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich legitime Forschung? Ich sitze nicht vor Ihnen und sage, oh, alles schlimm, ja, wir dürfen hier nichts mehr forschen. Sondern meine Forderung tatsächlich, nachdem ich mir das, also meine Auslegerordnung mit dem Buch vorschlage, ist, ja, Forschung, aber sie muss transparent sein. Also es muss die es betrifft, die den Preis zahlen für diese Forschung, die müssen im Bilde sein und eine Gesellschaft muss auch wissen, was es in dem Bereich für Forschung gibt. Ja? Und das ist natürlich das, was nachgerade nicht passiert ist, was aber auch, das erzähle ich schon auch mit, zu Zeiten des Kalten Krieges auch beispielsweise beim MIG der Amerikaner nicht passiert ist. Auch da sind die Archive nicht geöffnet worden und
was dann praktisch ein bisschen die Flugschneise des Buches ist. Wir haben ja eine erstaunliche Renaissance dieser ganzen Forschung in den letzten Jahren. Ich werfe nur ein den Namen Elon Musk. Und Elon Musk und seine Affenforschung ist jetzt auch nicht Forschung im gelobten Land. Ja, die ist hochkarätig, gefährlich, vor allen Dingen für die Tiere und all das, was da in Silicon Valley im Zusammenhang mit Chips im Hirn und so weiter erforscht wird, das ist schon hochgradig zu befragen. Da würde ich am Schluss gerne nochmal drauf zurückzukommen, aber bleiben wir ruhig nochmal eng beim Buch. Was ich ein bisschen vermisst hatte, war eigentlich ein Register mit Namen und Orten. Das passt aber, glaube ich, auch dazu, dass Sie das ja als Suchbericht beschreiben, wo man eben auch als Leserin so mitfiebert ein bisschen. Ja? Vielleicht ist das ja so gemeint, dass man noch gar kein abschließendes oder Ergebnis hat und auch deswegen auch ein Register noch nicht so viel Sinn macht, oder es war einfach eine Ersparnis des Verlages, das weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht drauf rumreiten, aber das wäre sozusagen noch ein ergänzender Punkt gewesen. Sie haben aber eben zwei Dinge genannt, die man vielleicht fürs Publikum nochmal erläutern sollte. Einmal dieses Mittel, PEP oder Peptide, genau, was sind Peptide? Das habe ich, weiß man glaube ich nicht. Ja, also die Peptidforschung setzt ein im Leistungssport der DDR, sehr früh, in den frühen 60er Jahren bereits, und zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das hat vor allen Dingen mit der Biosputnik-Forschung zu tun. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schicken die Sowjets diese Biosputniks in den Himmel. Das fängt relativ... Also Sputniks mit Tieren und Pflanzen? Ja, erstmal mit Pflanzen, mit Maiskörnern und allem Möglichen. Dann gibt es Guppies und Maden und ich weiß nicht was alles. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt geht es tatsächlich um diese sehr berühmten Suchumi-Affen, ja? Und diese Farm in Georgien spielt schon mal also um die Revolution, also um den Anfang 20er Jahren eine große Rolle. Zu dem Zeitpunkt wollte man sozusagen Affen mit überzeugten sowjetischen Frauen kreuzen, um eben den neuen Menschen zu kreieren. Und das versuchte man paradoxerweise zuallererst in Afrika, und dort haben aber die Stammesfürsten die sowjetischen Forscher vom Hof geschoben. Und das Einzige, was den Forschern geblieben ist, sie nahmen die Affen mit. Und diese Affen aus den 20er Jahren sitzen dann praktisch oberhalb von Suchumi. Diese Affenfarm ist, sitzen irgendwann tausende Affen. Das ist gleich oberhalb dieser Affenfarm saß Stalin und hatte seine Datsche. Also der hatte das gut im Blick, was da in dieser Affenfarm geschah. Kurzum, man hat diese Affen und weiß, man will jetzt, um praktisch diese Forschung, von der ich gesprochen habe, ja, also das Blut geht weg, die Knochen gehen weg und so weiter, man will diese Affen da oben in diese Biosputniks katapultieren, und die Affen wehren sich fürchterlich, ja, die machen einen Heidenstress. Und da kommen jetzt die Peptide ins Spiel, und die Sowjets fragen die Charité-Forscher an, ob praktisch das Peptid, also ein Hormon, den Affen gespritzt werden kann, dass es ihnen die Ängste und die Aufregung ein Stück weit nimmt. Und das ist ziemlich abenteuerlich, was um diese Peptidforschung und die Suchumi-Affen da an Forschung gemacht wird. Also das ist ja klar, wenn ich da oben eigentlich das Extrem rauskriegen will, wann kippt der Körper, ja, dann mache ich über lange Zeit eben auch Extremforschung bzw. Eskalationsforschung, so wird das genannt, ja, Eskalationsforschung an den Affen, und das hat sich in den Unterlagen ziemlich extrem
gelesen, also dass man das immer gemacht hat bis zum Implodieren des Nervensystems. Ja? Und was soll man sich eigentlich darunter vorstellen? Also in welchen Zustand musst du solche großen Tiere bringen, damit im Grunde die Nerventätigkeit zusammenbricht? Und unter diesem Rubrum dieser Eskalationsforschung und dazu kommt, und da baut sich im Grunde so eine Forschungsmethode auf. Es gibt dann ein Kapitel in dem Buch Aprek und Bion. Aprek bekommt, also zwei so Humiaffen, Aprek bekommt das Peptid und Bion bekommt das Peptid nicht, und man kriegt raus, okay, Aprek funktioniert wunderbar, der kann sein ganzes Programm absolvieren. Und Bion, der die Peptide nicht kriegt, der kommt gar nicht hoch. Der kann tagelang keine Nahrung zu sich nehmen. Der kann praktisch sein ganzes Programm nicht absolvieren. Und in dem Moment, wo das so erfolgreich läuft, ja, also wo klar ist, man kriegt im Grunde diese Ängste paralysiert, man kriegt die Affen in einen ganz anderen Zustand, ja, setzt natürlich eine ganz intensive Peptidforschung ein, und die endet dann sozusagen in den Psychiatrien, der Charité und so weiter und so fort, also, und im Sport. Diese Entdeckung dieses Affenpaares war ja eigentlich auch wieder ein Hinweis für Sie, für Ihre Ausgangsgeschichte, denn wenn ich es richtig weiß, dann ist ja der eine Affe am Boden geblieben, ne, während der Forschung. Nein, die beiden sind hoch, also einmal mit und einmal ohne Peptid, und es gibt immer einen dritten, also es gibt sozusagen immer synchrone Bodenexperimente, und das war eigentlich für mich die Frage: Was ist denn synchron am Boden, also auf der Erde, und an wem, ja, wo und an wem geforscht worden? Ich versuch's mal. Ja. Der Körper unter der Diktatur ist eine extreme Exposition, eine Kampfstätte und ein Exerzierplatz. Er ist ein Raum der Macht und damit auch ihrer Visualisierung, Demonstration und Inszenierung. Er ist der Ort einer Verzweckung, einer äußeren Markierung sowie der inneren Zeichnung. Der Körper ist entblößte Angst. Er ist die Schnittstelle des individuellen und des kollektiven Gedächtnisses und wird damit zum Projektionsraum, in dem Macht letztlich auch implodieren kann. Der Körper wird damit der Ausgangspunkt einer Selbstermächtigung, ein letztes Refugium von Intimität, eine Selbstverteidigung. Das ist so ein bisschen, sind so ein paar grundsätzliche Gedanken zum Körper. Das Frühjahr 2019, der Sommer 2019, die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die AfD war kurz davor, ihren ersten Ministerpräsidenten ins Amt zu hieven und kaperte dafür die 89er Revolution. Andreas Kalbitz, Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat, trug weiße Hemden. Er sagte: Wir treffen den Nerv. So oft ich konnte, saß ich in Freiburg im Archiv. Dort hörte sich das Strudeln des Ostens eher nach einem verzerrten Unterwassergeräusch an, fern, glucksend. Am Abend erklärte die italienische Langzeitastronautin Samantha Cristaforetti im Fernsehen: Aus dem Weltraum ist die Menschheit tagsüber kaum zu sehen. Man sieht Strukturen, man sieht Wüsten, Gebirge, Krater. Wenn man lange schaut, sogar die Antike, da schrumpft etwas zusammen. Ein mondäner, angenehm sortierter Blick. Diesen Blick hatte ich nicht. Beim Versuch, die Protokolle und Quellen zur Militärforschung mit Invenio abzugleichen, dem digitalen Bestellsystem des Bundesarchivs, stieß ich auf Löcher. Etliche der als geheim eingestuften Dissertationen waren nicht da, oder ich fand sie nicht. Der lächelnde Mann am Tresen nickte und meinte: Das sei gut möglich, es gäbe da noch das alte Argus-System. Man sei dabei, das Alte ins Neue zu übertragen, aber das brauche halt. Er bat um Verständnis und griff zum Telefon. Fünf Sätze später sagte er: Ich solle mal rüber ins Nebengebäude, dort gäbe es noch die alte Zettelkartei, die müsse ich halt durchforsten. Ich mag es,
wenn Archive nicht einfach nur Lesesäle sind, sondern richtige Räume, wenn ich mitkriege, wo die Geschichte ihre Toilette hat und ihren Kaffeeautomaten, wenn ich mich auf den Weg machen und etwas ablaufen kann, die Flure, die Treppenhäuser, die Türen, die Nebengebäude, dann habe ich das Gefühl, Geschichte hat was mit Luftkriegen zu tun, etwas ist dabei, sich zu öffnen, die Dinge dürfen etwas klarer werden. Im Nebengebäude bekam ich 3 Zettelkästen hingestellt, alte DDR-Holzkästen, die Karteien vielfach noch mit der Hand geschrieben. Was mir auffiel, einige der Doktorarbeiten handelten vom Gift. Klinik und Therapie ausgewählter Sabotagegifte oder Gegenmittel gegen chemische Kampfstoffe. Mehrere Arbeiten handelten vom Blut. Gerinnungsanalytische Untersuchungen nach Gabe von Ultraschall behandelten Vollblut beim Kaninchen oder experimentelle Untersuchungen zur Charakterisierung und zur Wirkung von Blutpräparationen. Zahlreiche Arbeiten handelten von Strahlen. Kombination zwischen ionisierender Strahlung und Vergiftung mit Nervenkampfstoff mit Modellsubstanzen oder tierexperimentelle Untersuchungen zum Einfluss ausgewählter Antirhythmika auf den Verlauf der akuten Strahlenkrankheit. Etliche Arbeiten handelten von Leistung. Leistungsfähigkeit von Frauen und ihre Eignung für die militärische Verwendung oder Veränderung der Reaktivität des Immunsystems unter den Bedingungen des Leistungstrainings. Erstaunlich viele Arbeiten handelten vom Extrem. Zur Persönlichkeit von Fremdkörperschluckern im Straf- und Untersuchungshaftvollzug aus klinisch-psychologischer Sicht. Zu Ursachen und Prophylaxe von Nahrungsverweigerungen im Strafvollzug und im Untersuchungshaftvollzug oder Analyse von 100 Selbstmordversuchen Strafgefangener aus psychiatrischer Sicht. Gift, Blut, Strahlen, Leistung, Extrem. Lässt sich daraus etwas ableiten? Ein Muster? Eine Logik? Pauste sich da was durch? Also Sie sehen, ich setze die Teile und das, was ich sozusagen finde, sukzessive zusammen. Und es gibt dann sozusagen immer wieder diese Staatsplan, die sogenannten Staatsplanaufgaben, die eben auch geheim gehalten wurden. Und Sie wissen, damit habe ich mich viel befasst, der Staatsplan 14.25, es gibt auch ein Kapitel, weil ich glaube, dass wir diese Sportgeschichte uns ein bisschen rudimentär erzählt haben, weil letztendlich dieser ganze Sportraum hängt ja, an der Militärforschung. Vielleicht können wir da einhaken. Es ist ja eben auch schon das Stichwort gefallen des militärisch-industriellen Komplexes, MIG, haben Sie das kurz genannt. Und den durfte es eigentlich offiziell nicht geben. Er war aber Tatsache anscheinend aufgegliedert in eine Vielzahl auch an verschiedenen Orten gelegenen Forschungsinstituten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab eigentlich gar keinen Masterplan lange Zeit. Ist das, würden Sie das so sagen? Also Sie haben ja eben den Dopingplan genannt, der ist bekannt, aber ich habe also sagen vergeblich nach dem großen koordinierenden Institut darin gesucht. Das zum einen und was Sie uns natürlich an die Hand geben, ist die chronologische Folge. Ne? Also die Geschichte wird ja schon anhand der verschiedenen Phasen zu unterschiedlichen Phasen auch des Staates generell erzählt. Ja. Das ist ja ganz hilfreich. Aber nochmal diese Verknüpfung von MIG und dem Hochleistungssport. Also zunächst, es ist toll, dass Sie das nochmal fragen. Es ist tatsächlich, ich gebe mir Mühe, wie so eine Genese. Es baut sich nämlich gar nicht so eindimensional auf. Und es ist auch nicht so, dass man oben in der Regierung irgendwas entscheidet, ja, und dann macht das klapp und es funktioniert nach unten durch. So ist es nicht. Ja. So funktioniert ja auch Geschichte meistens nicht. Aber was ich eben erzählen kann, es gibt eine sehr frühe Phase,
in Greifswald. Dort werden praktisch ab den frühen 60er Jahren die Militärärzte ausgebildet. Und das wird auch angegliedert an die Universität. Dann gibt es eine Entscheidung, nach Bad Saarow zu gehen. Und dort wird praktisch ein ganz neues Gelände aufgebaut. Und das macht deshalb auch Sinn, weil das große Militärlazarett ja, in Bad Saarow war. Und man kann im Grunde da was verknüpfen. Und man ist natürlich auch näher an der Macht in Berlin. Ja. Also das spielt schon alles eine Rolle. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt merkwürdigerweise, und das hat wiederum mit den ja, Verkaufsinteressen auch dieser Forschung im Hinblick auf den Westen zu tun, gibt das Militär das Primat ab und diese Forschung wird gestellt unter die Oberaufsicht der Akademie der Wissenschaften der DDR. Also Sie sehen, wie sich im Grunde das beginnt in Greifswald, dann ist es lange Zeit und mit viel, viel Energie ja, tickt dieses Forschungsherz in Bad Saarow. Und dann gibt es so eine Verlagerung, weil man natürlich mit dem Westen schlechterdings wird das Militär nicht die Verträge machen, sondern da ist es natürlich sinnvoller, wenn praktisch die Verträge mit zivilen Vertragsgebern geschlossen werden. Also zu dem Zeitpunkt geht es ja schon um harte Devisen, die man auch erwirtschaften muss. Und ich finde, ja. Sie machen das ganz eindrücklich auch an der Stelle, wo Sie diesen völlig lapidaren Brief von Heinz Hoffmann, dem Armeechef, dann zitieren, wo er also um die Übernahme bittet durch die andere Institution. Ja, also und das ist ja auch nicht etwas, was so formuliert wurde, ja, sondern da gibt es Entscheidungen innerhalb der Regierung und dann praktisch wie eine Delegation der Forschungsmacht. Ja. Aber was man sagen kann, nicht nur, dass dieses Cluster über lange Zeit sehr klein, es sind eigentlich immer dieselben Leute, das verändert sich auch nicht so sehr stark, aber die Synapse zwischen der zivilen Forschung und dem Militär wird über die Zeit hin immer enger. Und eben auch, ja, man hat so das Gefühl, dass diese Entgrenzung, also in dem Moment, wo eine Politik sich entscheidet für eine bestimmte Forschung, also wenn es sozusagen legitimiert wird, dann sieht man eben unter dieser Decke der Legitimierung auch eine Radikalisierung der Forschung und dann verschwimmen Grenzen, die ursprünglich mal definiert waren. Ja, so, und deswegen hast du zum Beispiel ein Thema Staatsplan war das Mutterfruchtsystem, ja, wo ich erstmal dachte, als ich das erste Mal gelesen habe, ja, also was soll ich mir darunter vorstellen? Aber du siehst das natürlich in dem Moment, wo die Flüge länger werden, ja, und man praktisch interstellare Flüge plant sukzessive und das ist dann in den 80er Jahren muss man sich natürlich Gedanken machen über die Nachkommen. Ja? Also wie soll denn dieses Leben da oben eigentlich weitergehen? Ja? Und dann gibt es die Entscheidung, das fängt erst bei trächtigen Ratten an und das baut sich so auf. Und diese Überlegung, ja, was ist denn es eigentlich mit den schwangeren Frauen und ihren, also da gibt es dann ganz viel Fötenforschung. Auf alle Fälle, habe ich gedacht, meine Güte, ja, die Frauen, die sind am Ende, retten sie uns vor allen Übeln, ja, weil die Frauen, also die trächtigen Tiere, aber eben eine weiterführende Forschung, also die Forscher kriegen raus, dass diese trächtigen Tiere im Grunde, also die Weibchen, ihre Nachkommen abstoßen unter diesen extremen Bedingungen, um zu überleben. Und das ist natürlich ein Fazit, also eine Forschung, wo klar ist, okay, dann wird das ziemlich heikel da oben mit den Nachkommen. Ne? Also, und das habe ich gedacht, oh, es gibt eben in diesem ganzen Irrsinn auch immer noch Wunder. Ja? Aber die Stichworte waren ja Entgrenzung, Radikalisierung, also im Blick auch auf die 80er Jahre, das wird, glaube ich, sehr gut deutlich in Ihrem Buch. Und die Klammer, unter der man das ja fassen kann, ist ja diese Suche nach dem optimal angepassten, nach diesem neuen Menschen. Und das ist ja, ist auch verschiedentlich genannt worden, eine Figur,
auch aus der Totalitarismusforschung, die es möglich macht, eben auch verschiedene Diktaturen zu vergleichen, also den italienischen Faschismus, den Nationalsozialismus und den Kommunismus. Und ich finde, Sie beschreiben das eben auch mit Ihren Wortschöpfungen, wenn Sie vom Nationalkörper Sigmund Jähn einmal sprechen, Staatskörper, dann von dem Staatstrauma auch, muss auch nochmal genannt werden. Aber ich fand also gut diese vergleichende Kategorie. Und ist das etwas, was man sozusagen bei den Forschern als übergeordnetes Ziel vermuten kann, woraufhin sie diese Radikalisierung auch immer wieder neu formulieren und auch sagen, die Schraube immer noch ein bisschen nach vorne drehen? Naja, es ist natürlich eine Idee, die schwanger war, die in der Luft lag, ja, die sich ja auch aufgebaut hat, also die Transhumanismus, also diese russisch, so wie, also schon vor der 17er Revolution gab es diese Idee. Ich habe auch so einen historischen Part oder so einen historischen Teil, wo ganz klar war, dass das doch eine Idee oder eine sehr zentrale Idee war mit diesem neuen Menschen und damit natürlich auch dem neuen Körper. Und dass auch relativ selbstverständlich war, dass die Seele aus diesem ganzen Konzept rausbuchstabiert wurde. Ja? Also das ist praktisch so ein Materialismus oder auch so ein Biologismus, ja, der dort sehr zentral gemacht wurde. Und also das war richtig formuliert. Ja. Also das, über die Seele müssen wir nicht mehr nachdenken und die Gefühle spielen im Ganzen keine Rolle. Also dieses Verzweckungsmodell auch, ja, des neuen Menschen, also das macht schon Eindruck, mit welcher Härte diese Konzepte formuliert werden. Ja. Und das ist natürlich dann unter dieser Stalin-Ära ein ganz, ganz zentrales Programm. Also da spielt Trotzki auch eine große Rolle, der da auch nicht zimperlich war, also von seiner, was seine Vorstellung des neuen Menschen anging. Also wenn das der neue Mensch geworden wäre, wir hätten nicht so viel Freude gehabt. Gibt es eine DDR-Spielart dieses neuen Menschen? Sie ziemlich am Schluss des Buches kommen Sie auf das Frauenbild zu sprechen, das ikonisierte Proletarierbild auch in der DDR. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja auch so eine Art Synthese aus früheren diktatorischen Entwürfen des neuen Menschen. Ja, schon. Also die sogenannte arbeiterliche Frau, ja, das ist ja der Begriff. Und es ist schon eine merkwürdig hybride, ja, und changierende Vorstellung. Wir haben viel Öffentliches unter dem Emanzipationsmodell formuliert, aber die Körpermodelle hier, also zwischen Leni Riefenstahl und diesen weiblichen Sowjetkörper, also so ein sehr sensorisches Seelenprogramm war das nun auch nicht gerade. Ja? Also wie Sie erinnern sich vielleicht auch an eine bestimmte Bildapparatur auch dieser Arbeiterfrau, also diese ja, Stahlkörper, die auf den Plätzen rumstanden, also die hatten schon entsprechende Unterarme und Waden und also filigran waren diese Frauen nicht. Die mussten ja auch eben arbeiten. Und arbeiten war in dem Kontext oft auch körperlich. Ja. Also das war ja auch der Anspruch, ja, dass man im Grunde, und das findet man hier in den Konzepten auch im Hinblick auf das Militär, eben die Verwendung der Frauen, es gibt überhaupt gar keinen Grund, heißt es da in diesen Unterlagen, warum die Frau nicht genauso fürs Militär tauglich ist. Es ist ja derselbe Körper und deswegen kann die genauso schießen und genauso marschieren und genauso den Feind erledigen, also so. Bevor wir vielleicht auf das Ende dieser Projekte kommen und dann natürlich auf die Wendezeit, noch eine Bemerkung zu dem Personal der Forschenden. Sie nennen ja verschiedentlich auch Biografien, führen diese Biografien an. Das sind
Personen, die meistens in den 30er Jahren geboren werden, die also, ja, vielleicht können Sie es besser selber beschreiben, die auch die sagen, Prägung aus dem Nationalsozialismus bereits mitbringen. Ja, das war mir eben natürlich durch diese lange Aktenlektüre aufgefallen, wenn ich sozusagen die Biografien der Forscher mir angeschaut habe, dann sind die wirklich zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil in den N20er, 30er Jahren geboren. Also es ist die Kriegskind-Generation. Das ist genau ja auch die Generation, die mit dem Auf und Ab der DDR am stärksten verbandelt waren, die ihre Karrieren gemacht haben und die, das schlägt immer wieder so durch in solchen Begriffen wie wir wollen die Ersten sein, wir wollen Weltstand, Forschung machen, Weltniveau bestimmen und so weiter. Also dieses, das hat schon auch viel mit Hybris zu tun, muss man ja schon sagen. Ja? Und da kommen schon die, an denen die Forschung gemacht wurde, nicht wirklich ins Bild. Hm. Naja, aber interessant fand ich vor allen Dingen auch die Anknüpfungspunkte an das vorangegangene Buch Umkämpfte Zone, wo eben diese Verschränkung von zwei Diktaturerfahrungen auch eine Rolle spielt bei den Forschenden. Genau, es gibt so eine ideologische Aufladung dieser Generation und es sollte natürlich, also dieses Megaprogramm, ja, dieser Kosmos und wir starten nun völlig durch und machen etwas, was noch niemand in der Welt gemacht hat. Also dieser Anspruch und ich sage eben, diese Hybris-Forschung hat mit der Generation, glaube ich, schon auch viel zu tun. Ja? Also die selber ja nicht als Kriegskinder im Krieg waren, aber eine bestimmte ideologische Aufladung auch erfahren haben und wenig Zeit hatten, sich davon zu entfernen. Ja, so. Gut, dann hören wir vielleicht noch ein Stück. Ja, das ist jetzt praktisch eine dritte Passage. Es gibt diese Revolution der Affen tatsächlich in Suchumi 89. Niemand guckt mehr nach diesen Affen und die befreien sich. Ja, das ist tatsächlich stattgefunden. Zwar nur kurzfristig, weil dann werden sie auch wieder eingefangen, vor allen Dingen erschossen. Aber es gibt diesen Befreiungsmoment immerhin. Der ist verbürgt und berichtet. Und ich frage jetzt an dieser Stelle, also das Hauptmaterial habe ich paradoxerweise in Adlershof gefunden, in der Bibliothek, gar nicht in dem Archiv, und zwar in der Bibliothek des Kosmos-Instituts, was ja der DDR, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gegründet wurde, relativ spät. Und die Bibliothekarin sagte irgendwie ganz verdutzt zu mir, ja, wo kommen Sie denn jetzt eigentlich her? Hier hat noch nie jemand gefragt nach diesem Material. Das ist immer fehlerlich, eine Bibliothek zu fragen. Ja, also, und es war eine wahnsinnig nette Frau, die wirklich mir sehr, sehr geholfen hat. Und das ist im Grunde auch ein bisschen das die Substanz des Buches geworden, weil dort die ganzen Forschungsreihen einfach da lagen. Ja, die hatte man offenbar vergessen, man hat es auch vergessen, sie zu vernichten. Es waren also nicht nur die Titel, sondern tatsächlich auch die Reihen. Ja, ja, genau. Viel auf Russisch, aber vieles auch auf Deutsch. Und um das nochmal deutlich zu machen, es ist eben auch vieles vernichtet worden. Ja, genau. Also das war im Grunde, da gibt es immer so Etappen, ja, also mit bestimmten, also ich muss vielleicht mehrere Sätze nochmal sagen. Also der Jakob, ich gehe diesen Weg praktisch durch dieses Forschungsmaterial und ich kann sagen, wo Jakob gewesen ist, aber ich kann nicht konkret sagen, und das hat mit der Kodierung der Forschung zu tun. Ne? Also die Forschung ist vollständig kodiert, es gibt nur Zahlen. Also ich kann Jakob im Grunde nicht seine konkrete Geschichte zurückgeben. Ja? Aber, und das fand ich eben den großen Reiz auch an diesem Buch, ich kann ihn ja immerhin zur literarischen Figur machen und ich kann ihn praktisch seine Geschichte ein Stück weit durch die Literarisierung auch zurückgeben.
Und also es gibt kein Vermischen von Quelle und literarischer Figur, sondern eher die Konfrontation. Und es ist so, dass es diesen Jakob am Ende des Buches, dass der wirklich verschütt geht in der Geschichte. Also ich ihn dann auch nicht mehr finde. Dann können Sie sagen, das ist ein bisschen unbefriedigend. Ich kann es jetzt hier heute Abend, nein, mache ich nicht, löse das nicht auf. Aber ich frage am Ende des Buches, praktisch nach der Stunde Null, ja, der Forschung nach 89. Weitaus professioneller vollzog sich der Systemwechsel, also das bezieht sich jetzt auf die Militärmedizinische Akademie in Bad Sarrow, weil die ist relativ schnell abgewickelt worden. Ja? Also weitaus professioneller vollzog sich der Systemwechsel am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften, was auch am ausdrücklichen Interesse der Bundesrepublik an der besonderen Leiteinrichtung gelegen haben dürfte. Zitat, schon bald, schneller als in anderen Akademieeinrichtungen, wurde die Notwendigkeit erkannt, einen starken Partner für die Weiterführung der Arbeit zu finden. Bei Lichte besehen konnte das niemand anderes sein als die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, und genau so kam es auch. Die Evaluierung, nochmal ein Zitat, der verschiedenen Bereiche begann im Oktober 1990. Die Stellungnahme des Wissenschaftsrates lag im März des Jahres 91 vor. Auch dieses Gutachten fiel für das Institut sehr günstig aus. Man war sich rasch einig, vermutlich auch, weil die, Zitat, Raumfahrtmedizin in der Bundesrepublik generell weiterentwickelt werden sollte. Jedenfalls war die Eingliederung der Forschungsbereiche des Instituts für Kosmosforschung in die DLR, also in diese Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, ab dem 1. Januar 1992 erfolgt. Gab es eine Stunde Null der Wissenschaften? Was konnte man sich unter nationaler Verantwortung der Akademie in Zeiten des Umbruchs vorstellen? Wie erging es den Forschereliten im Verlauf des historischen Interregnums? In den Quellen kommt der 89er Turnaround recht umstandslos daher und sieht eher nach Business as usual aus, weil man sich an dem festhalten konnte, was im Weltenumbruch zunächst einfach so weiterlief. Wie das Interkosmos-Programm, wie der bilaterale Vertrag zwischen dem Institut für medikobiologische Probleme in Moskau und der Charité, wie die ständige Arbeitsgruppe für kosmische Biologie und Medizin der Teilnehmerländer, Dezember 1990. Spezialisten aus Moskau und Berlin trafen sich in der Charité, um sich über anstehende Forschungsvorhaben zu verständigen. Die Untersuchungen unter Bedingungen einer langzeitigen Isolation sollten weitergeführt werden. Darüber hinaus informierte man sich gegenseitig über Ergebnisse auf dem Gebiet der Psychopharmakologie und der Psychoneurologie. Getagt wurde in der Zeit im Grunde monatlich und unter äußerster Anspannung. Man wollte im Neuen landen. Im April 91 informierten die ostdeutschen Forscher ihre Kollegen in Moskau darüber, dass sie bei der DARA, also der erst 89 in Bonn gegründeten Deutschen Agentur für Raumfahrtangelegenheiten, 5 wissenschaftliche Projekte eingereicht hatten. Dem Protokoll lag eine lange Themenliste für interinstitutionelle Forschung anbei. Wieder ging es um das Kosmoslabor Medilab, um die Substanz P, also das Peptidhormon, um Chronostatus, Isolation, Affen im Extrem und hypomagnetische Felder. Darüber hinaus wurde ein neuer Vertrag über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit für den Zeitraum 91 bis 95 zwischen Berlin und Moskau aufgesetzt zur Problematik Einfluss von extremen Umweltfaktoren auf funktionelle Zustände von Mensch und Tier. Keine 2 Wochen nach der Beratung in Moskau, am 26. April 91, sollten die Vereinbarungen bereits in die Realität übersetzt werden, denn an diesem Tag gab es einen Besichtigungstermin im Objekt Gosen.
Dort wurde die Schaffung eines künftigen Trainingsforschungszentrums für weltraummedizinische und physiologische Fragestellungen geprüft. Der Bunker in Gosen diente in DDR-Zeiten dem Geheimdienst als sogenannte Ausweichführungsstelle. Ein Stasi-Atombunker derart kompakt ausgestattet, dass Spionagechef Markus Wolf im Falle eines Atomschlags sein Agentennetz im Westen von dort aus hätte weiterführen können. Nun aber gab es die neue Zeit und in ihr die Idee, den Bunker in Gosen für die neueste, mittlerweile bundesdeutsche Weltraummedizin zu nutzen. Wie kam man überhaupt darauf? Wieso wusste das Charité-Forschungsteam von der geheimdienstlichen Liegenschaft? Wer vermittelte das Ganze? Und dann, das breche ich jetzt ab, weil es ein bisschen längerfristig geht, ist das tatsächlich so eine Isolationsforschung, wo man Menschen anderthalb Jahre ja, in diesen Bunker steckt? Und man ein bisschen eine Idee davon bekommt, wie das eventuell alles weitergegangen ist. Ja, also es ging auf jeden Fall weiter und das vielleicht abschließend, Sie hatten eben schon Elon Musk erwähnt, fragen wir danach, welche Visionen vielleicht auch weitergehen in der Gegenwart. Sie nennen auch die Transhumanisten, diese Idee, die es ja auch in der Gegenwart gibt oder was mir auch einfallen würde, sind ja die vielen Systeme, die den menschlichen Körper direkt mit einem vernetzten Computersystem verbinden, sogenannte Wearables, die man am Handgelenk trägt und dergleichen mehr. Das sind ja, glaube ich, könnte man nennen als Fortführung auch dieser extremen Forschung. Absolut. Also es gibt tatsächlich keinen Bruch. Ja? Also, und je schlechter es uns gelingt, unsere Sommer kühl zu halten und die Erde kühl zu halten, umso intensiver natürlich der Ruf nach dem Mars. Und umso avancierter auch die Forschung dahingehend. Also da wird im Moment unwahrscheinlich viel probiert, gemacht und das Wenigste davon dürften wir oder vom Wenigsten dürften wir Kenntnis bekommen. Also ja. Da sind wir, und das ist ja ein bisschen verrückt, ne? Wenn man sich überlegt, der Musk mit seiner Mars-Idee, das ist ja sein großer Flips, und der sagt dann, naja gut, also wenn wir da oben existieren wollen, dann müssen wir eben den Mars 60 Grad wärmer machen. Macht man einem den Mars mal 60 Grad wärmer und selbst wenn man ihn wärmer machen würde, wäre ja die ganze Strahlengeschichte, also wir würden nie normales Sonnenlicht haben, wir würden alles nur unter grauem Filter sehen, wir würden in der ersten Zeit sowieso nur in Bunkern existieren, wir würden nach ihm in Zelten leben, also wir würden keine frische Luft mehr erleben. Ja, so. Und insofern glaube ich, tun wir gut daran, sehr sorgsam mit dem umzugehen, was wir hier haben und sehr glücklich zu sein, dass wir hier auf dieser Erde sein dürfen. Und es riecht und schmeckt aber schon sehr danach, dass wir so die letzten Fossile sind. Ja. Vielen Dank bis hierher. Danke Ihnen, Skype. Ja, wir haben jetzt noch gut 20 Minuten, um noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Rebecca Plasser wird das Gespräch leiten. Bitte schön. Ich dachte, ich soll nur das Mikrofon reichen, aber ja. Okay, ich ja. Nehme die Rolle an. Ich wollte nicht so dominant sein. Genau, ich würde tatsächlich auch gerne einfach, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, gerne auch gleich das Wort weitergeben. Gibt es denn Nachfragen, gibt es Kommentare, gibt es Anmerkungen? Zum Buch. Da hinten gibt es eine Frage. Ja, genau, gleich mehrere. Ich würde einfach mal das Mikrofon rumreichen, müssen wir nicht so laut sprechen. Also nicht zum Buch, aber in Jena, soweit ich weiß, in Jena war auch Militärforschung. Ja. Ja? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Okay, nochmal eine Ergänzung sozusagen, dann komme ich hier einmal rum.
halten. Dann passen es nicht so viele Leute an. Auch nicht schlecht. Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Frau Geipel. Ich habe Ihr Buch gelesen im Vorfeld, war unwahrscheinlich beeindruckt davon, auch erschrocken von vielen Aussagen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich wollte noch mal darauf eingehen, Sie haben ja so auch Mails beschrieben, die Sie bekommen haben. Sie haben ja eine unwahrscheinliche Forschung gemacht, finde ich, auch gerade mit der Quellenangabe. Also wo ich immer denke, Betroffene könnten das ja auch verwenden, wie auch in Ihren vorherigen Büchern, falls Sie überlegen, Klage zu führen oder sowas. Ja? Also das ist auch nochmal wichtig, dass man weiß, Sie haben das so akkurat erforscht, was dort passiert ist in der DDR und auch noch mal weitergegangen ist. Aber mich würde mal interessieren, Sie zitieren oft die Charité, Sie benennen ja auch einzelne Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Gab es Reaktionen darauf, speziell auf, ich habe mir so gedacht, als ich dann durch war, oh, mutig? Und wie ging Ihr Leben nach dieser Veröffentlichung weiter? Ja, also es gab schon Reaktionen, aber anders als ich dachte. Also am Tag der Eröffnung kriegte ich einen wüsten Artikel vom Spiegel, 20 Falschdarstellungen. Das ist natürlich so ein Hinweis darauf, ja, dass das Buch schon wahrgenommen wurde. Aber die Angriffe gehen eben gar nicht inhaltlich gegen das Buch. Ich habe wirklich mir so viel Mühe gegeben, dass dieser Text absolut sattelfest ist, also dass man den nicht umboxen kann und auch nicht angreifen kann. Und ich will vielleicht auch noch mal klären, sagen, ich war gar nicht in dem Impuls, jetzt so das scharfe, investigative Buch hinzulegen und irgendwelche Personen anzugehen. Ja, ich musste zwangsläufig mal 3-4 Namen nennen, also wovon erzählt man sonst, ja, wenn es so alles hyperanonym ist, aber ich habe auch in den Anmerken viele, viele Namen rausgenommen, weil es mir wirklich nicht darum ging, jetzt jemanden irgendwie zu belangen, sondern mir ging es wirklich um den historischen Raum, ja. Und es hat Reaktionen gegeben, vor allen Dingen aber von Forschern aus dem Westen erstaunlicherweise, die dann gesagt haben, ja, also die Synapsen zwischen Ost und West waren sehr viel intensiver, als bisher bekannt ist, gerade in dem Bereich. Und das ist ja auch so bekannt, auch aus anderen Bereichen, dass sich der Westen da so auch ein bisschen gern bedeckt hält. Ja? Also, und kurzum, in dem Buch steht das ja auch, dass spätestens ab den frühen 80er Jahren da wirklich viel, und die Sowjets haben das Geld natürlich gern genommen, ja, sehr viel Valuta reingegangen ist ja, und man natürlich dann diese Art von Forschung auch gern übernommen hat. Ja, so, und, ist das nicht eine erwartbare Verteidigungsstrategie? Also Sie treten ja doch, um das nochmal deutlich zu machen, an, um so einen Mythos zu brechen. Ja? Und dann wäre doch eine erwartbare Verteidigungsstrategie zu sagen, naja, die im Westen haben wir auch nicht besser, die haben auch mitgemacht, gab es auch in Amerika. Ja, so könnte man ja auch relativieren. Ja, passiert natürlich auch. Ja. Also das ist ja klar. Und mir ging es jetzt wirklich um die Ausleuchtung dieses ganz konkreten Raumes und was ich da finden konnte, fand ich schon arg genug. Ja, so. Und im Übrigen ist es ein bisschen die Hoffnung, weil das ist so ein Hypermaterial, also das sind tausende Seiten, dass ich hoffe, dass es eben sich nochmal andere Forschung, man kann ja auch ganz andere Fragen stellen oder zum Beispiel habe ich ja jetzt in dem Buch überhaupt nicht drin, was haben die Kubaner, was haben die Polen, was haben die Rumänen und so weiter. Ja, also man kann das in alle Richtungen hin noch ausloten. Da ist schon noch viel Luft nach oben. Also ich habe jetzt einfach die Tür aufgestoßen und hoffe, dass ordentlich nachgelegt wird.
Aber macht passiert man, natürlich nicht. Ich finde, man muss sich auch gar nicht so klein machen, denn Sie treten ja nicht an, um das nochmal zu sagen, danach habe ich auch noch gefragt, nach dem Sujet oder nach dem Genre. Sie treten ja gar nicht an wie ein wissenschaftliches Buch, was erstmal den Forschungsstand abhandelt, dann die Fragestellung erläutert oder sowas. Das ist eben tatsächlich ein Forschungsbericht, eher ein Essay, den man eben auch, der auch mit literarischen Mitteln erzählt wird. Und, ich wollte das genau, lesen. Ich wollte noch kurz fragen, Sie beziehen auch, sich oft auf die oder öfter auf die Charité, ja. Auf wissenschaftliche Arbeiten in Anführungsstrichen, finde ich. Also es sind ja Themen, die einen so als Leserin auch entsetzen zum Teil. Ja? Also es waren ja auch medizinische Versuche dabei. Sie haben ja auch beschrieben, dass so 600 Kinder Blasen, Punktionen bekommen haben, um, weiß ich nicht, die Wirkung von Urin und Leistungssteigerungen zu erforschen. Da stehen einem die Haare zu Berge. Also das war sehr erschreckend, ja. Mhm. Und alles unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Ich wollte Sie mal fragen, Frau Geipel, hat die Charité sich dazu nochmal geäußert, beziehungsweise haben Sie mitbekommen, dass es da eine Aufarbeitung dieser Forschungsthemen und dieses Umganges auch mit Patientinnen und Patienten gab? Bislang nicht. Es gibt ein paar Ärzte, die sich gemeldet haben und ihrem Erschrecken oder auch ihr Entsetzen, die natürlich heute junge Ärzte sind und ja nicht in der Verantwortung stehen, ne? Aber immerhin sich geäußert haben dazu, das ja. Und mal gucken, tut sich sicher auch noch einiges. Ne? So lange ist das Buch jetzt auch noch nicht her, es ist ja auch nicht so eine ganz einfache Materie. Ich werde schon auch noch mal nachfragen hier und da. Also ich wollte es vor allen Dingen versammelt haben und auch geschrieben haben und ich wollte, dass es erst überhaupt erstmal da ist. Ja. Es gibt noch eine weitere Frage, Mike. Ja, die passt auch so ein bisschen zu den Reaktionen, die vielleicht kamen nach dem Buch. Inwieweit haben sich denn vielleicht noch weitere Betroffene gemeldet? Also wie gab es da noch mehr Jakobs? Ja, es hat sich ja vielleicht auch viel erklärt durch das Buch für einige Menschen, ja. Ja. Es sind weniger, als ich dachte, aber einige schon. Also ja, es ist, glaube ich, nicht so einfach, ja, sich dazu auch zu verhalten. Und es haben sich vor allen Dingen etliche Männer gemeldet, die in der Armee praktisch in diesen Forschungszusammenhängen waren und haben noch ganz andere Sachen berichtet, die ich jetzt hier gar nicht drin hatte, ja, von denen ich auch nichts wusste. Also es trägt sich zusammen noch, ja, also es gibt eine Art Nachtext. Aber es ist natürlich, wir sind auch in der Zeit mit dem Krieg und allem, ja, also es ist sich jetzt dahingehend nochmal so in die eigene Geschichte zu gehen, ist vielleicht auch nicht so einfach im Moment. Ja. Also, aber wären denn solche Zeitzeugenberichte nicht auch eine Ergänzung des Materials gewesen? Das wäre ja die Frage. Also da, wo die Akten die Lücken lassen, wo sie vielleicht vernichtet sind, wo sie sich in dieser elenden Phraseologie nicht offenbaren, dass man da also mit Augenzeugenberichten arbeitet. Ja, also wäre einfach ein anderes Buch nochmal geworden. Ich habe Jakob, es steht sozusagen exemplarisch. Ne? Und wie gesagt, ich hatte meine heile Not, dieses sehr, sehr komplexe und verfaserte Archivmaterial in der Erzählung zu bekommen. Und dann, das ist immer so eine Sache, du erzählst eine Schmerzgeschichte, ja, exemplarisch, und du erzählst noch eine Schmerzgeschichte, noch eine Schmerzgeschichte, noch eine Schmerzgeschichte. Erzählt man dadurch mehr, ist für mich die Frage. Ja? Also, oder konzentrierst du dich auf dieses eine Symbol im Grunde, ja, für den Text. Ich fand es jetzt stärker bei Jakob zu bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht diese anderen Geschichten auch sammelt oder sich auch nochmal überlegt, vielleicht nochmal einen Zeitungstext zu schreiben oder so. Das kann schon sein. Gibt es weitere Fragen im Publikum? Ja.
ist jetzt aber so eine Archivfrage. Ja, Sie hatten davon gesprochen, dass das sehr anonymisiert mit Codes versehen war, dass das Ganze, dass man die Menschen dahinter halt auch nicht erkannte. Mhm. Haben die Codes, sind die verändert worden, obwohl es dann der gleiche Mensch vielleicht war? Oder kann man anhand eines Codes erkennen, was ein betroffener Mensch durchlaufen haben könnte? Das schon, ja, das schon. Aber du kannst nicht sagen, das ist Jakob. Ja, ja, das schon, ja, ja, das schon, ja, ja, genau. Ja, kommt da ein anderer Code, obwohl dann das noch gut ist? Nee, nee, Code ist Code, also in den Unterlagen, also das bleibt dann. Das ist ja vielleicht nochmal so spannend, so eine Aufarbeitung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das Fenster eines Menschen, mhm. Wo fängt das an, wo hört das auf? Wo ist der Code da und da? Interessant, ja, das stimmt, ja. Also der Code ist auch eine Geschichte, klar. Ich hab auch noch eine Nachfrage, bezieht sich auch so ein bisschen tatsächlich auf die Forschung und auf so Momente, die sich ja jetzt hier auch schon zeigen, ne, wo gesagt wird, das wäre ja eigentlich nochmal ein interessantes Sujet. Sind da schon auch Wissenschaftlerinnen auf Sie zugekommen und haben gefragt nach den Akten, wie man die findet, wie man bestimmte Sachen nachverfolgen kann? Weil Sie ja sagen ja selbst, das ist ja Forschungsneuland gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Historikerinnen tatsächlich ein interessantes Gebiet ist. Also gerade zur Frage der Aufarbeitung, Stiftung Aufarbeitung auf Sie zugekommen, hat gesagt, dass hier haben wir 3 oder 4 Menschen, die sich dafür interessieren und gucken Sie mal, wie Sie da den Weg ins Archiv leiten, weil Sie beschreiben da auch, wie unglaublich schwierig das war, überhaupt diese Akten zu finden. Ja, also es gab 2, die sich gemeldet haben vom Forschungsverbund, SED-Staat, ja, von der FU, die überlegen, von der Stiftung jetzt noch nicht, aber ich sehe das eigentlich alles ganz ruhig, das wird schon kommen, also, weil wir haben ja die Jungen, die wollen ja alles wissen. Gut, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann bleibt es mir noch, Ihnen herzlich zu danken für dieses Gespräch, diese Buchvorstellung. Weiterhin viel Erfolg mit diesem spannend zu lesenden, wichtigen Buch. Und nehmen Sie auch die Unterstützung hier und den Zuspruch aus dem Publikum mit bei all den Dingen, die Ihnen ansonsten widerfahren. Ich denke an die vielen Diffamierungen, über die wir heute Abend zum Glück nicht gesprochen haben. Ja. Weiterhin viel Erfolg und ich danke auch dem Publikum, dass Sie hier waren und Ihnen, Frau Geipel, kann ich nur sagen, Sie sind immer herzlich willkommen und viel Erfolg bei den neuen Vorhaben. Vielen Dank.